Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero, herzlich willkommen zum V in meiner Wrestling-Begriffsreihe. Heute reden wir über Vakant und über Valet. Ein Valet ist eine weibliche Ringbegleitung, die natürlich auch einen Wrestler oder ein Tag-Team mit pushen soll, indem sie denn entweder auch mit Pops oder mit Heat zieht. Das Ganze ist also quasi eine Managerin, aber halt eine weibliche. Also gut, Managerinnen sind ja eigentlich immer weiblich. Da hätten wir zum Beispiel vor kurzem Natalya gehabt, die ja immer Cesaro und Tyson Kidd am Ring mit unterstützt hat. Quasi nicht wirklich viel in den Matches eingegriffen hat, aber einfach nur da war. Sie diente also quasi als Valet für dieses Tag Team. Wir haben aber auch zig andere Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel Miss Elizabeth, die damals das Valet von Macho Man Randy Savage war. Und so geht das auch durch die Geschichte. Damit kann man auch relativ gute Storylines machen, weil du ja hier noch eine Person hast, zum Beispiel auch Lana. Lana ist das Valet von Rusev, warum ich da jetzt nicht als erstes drauf kam, okay. Denn genau hier kann man das einfach gut sehen, dass einfach Lana hier immer wieder genommen wird, um vielleicht jetzt in der Fehde gegen Ryback ihn abzulenken oder halt auch einfach mit Heat zu ziehen, dass sie vielleicht ab und zu mal eingreift, den Referee ablenkt und so weiter. Das sind alles Möglichkeiten, die ein Valet machen kann. Und dann haben wir noch Vakant. Vakant ist nicht nur einer der besten und größten und meistgekürtesten World Champions überhaupt, sondern genau das beschreibt quasi den Zwischenstand, wenn ein Titel gerade nicht vergeben ist. Das heißt, als Beispiel, ich wäre jetzt World Heavyweight Champion, verletze mich vielleicht in irgendeinem Match und der Titel wird mir aberkannt, weil ich einfach ihn nicht mehr verteidigen kann. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt wird der Titel vakant gestellt und so gibt es quasi in diesem Moment keinen Champion. Lustig ist, dass man aus diesem vakant eine wirkliche Person gemacht hat und die sogar einen eigenen Twitter-Account hat und die immer ziemlich lustige Sachen postet, wenn die mal wieder Champion wird in dem Sinne. Also wenn der Titel vakant ist, wird es halt so von den ganzen Meme-Kulturen dargestellt, als wenn Vakant eine wirkliche Person ist und sie wieder World Champion geworden ist. Das ist ziemlich lustig manchmal, aber den Gag muss man natürlich auch verstehen, wenn da irgendwann mal ein Bild ist, wo Vakant TNA und WWE Champion gleichzeitig ist und du denkst dir so, hä, verstehe ich nicht, das ist doch nur so eine graue Silhouette. Aber jetzt versteht ihr diesen Gag dahinter. Ja, Freunde, dann hoffe ich natürlich, dass ich euch hier wieder ein bisschen aufklären konnte. Und in der Videobeschreibung findest du noch die Playlist, um hier alle anderen Videos noch angucken zu können. Außerdem wäre es cool, wenn du dem Video noch einen Daumen nach oben gibst und diesen Kanal hier kostenlos abonnierst, weil dann kriegst du gleich alle Mitteilungen für meine neuen Videos. Und dann war es das erstmal für jetzt. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Hau rein, bis zum nächsten Mal und ciao.